Hallo und herzlich willkommen zum Journal auf RegioTV Bodensee. An diesem Freitagabend haben wir folgende Themen für Sie. Buchvorstellung. Ratgeber will an Prostatakrebs erkrankten Männern und ihren Partnerinnen helfen. Arbeitsamt. Fachkräfte haben freie Wahl auf dem Arbeitsmarkt. Geburtenboom. In Kisleck kommen immer mehr Babys auf die Welt. Und unentschieden. Am Wochenende hat das Wetter alles zwischen Schnee und Regen für uns. Nur noch wenige Wochen, dann geht es in der Region wieder närrisch zu. In fast allen Städten und Gemeinden richten die örtlichen Zünfte Feste, Bälle und vor allem Narrensprünge aus. Was für die Besucher ein großer Spaß ist, ist für die Zünfte aufwendig, auch finanziell. Jetzt fordert vor allem die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte Hilfe vom Land. Fasnet im Ländle. Das bedeutet närrisches Treiben und gruselige Masken. Hinter den Kulissen gibt's derzeit aber vor allem lange Gesichter. Der Grund: verschärfte Sicherheitskonzepte und damit verbundene Kosten machen vielen Zünften das Leben schwer. Wir müssen heute ein Sicherheitskonzept vorlegen, meistens auch professionelle Sicherheitskonzepte, die schon alleine sehr viel Geld kosten. Das war früher nicht der Fall. Früher sind sie hingegangen und haben mit dem örtlichen DRK, mit dem Roten Kreuz, mit der Feuerwehr, mit dem Ordnungsamt und der Polizei, sind sie an einen Tisch gesessen, haben ausgehandelt und dann war das gut. Heute kostet es selbst in einer kleinen Gemeinde bis zu 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Über Geld möchten die Häflernarren von der Narrenzunft Seegockel nicht sprechen. Davon, dass Vorschriften und Bürokratie die Fasnet auf lange Sicht sterben lassen, sei man aber weit entfernt. Wenn ich jetzt nach Friedrichshafen gucke, da ist das eher nicht der Fall. Wir haben hier einfach ein sehr gutes Miteinander in der Stadt, mit der Gemeinde und auch was die Planungen eben angeht, fühlen wir uns jetzt nicht nur in den letzten Jahren, sondern eigentlich schon wirklich über die Jahrzehnte hinweg eigentlich nie schlecht behandelt. Da gibt es natürlich Förderrichtlinien von der Stadt und entsprechend derer wird ja dann nicht nur Narrenzunft Seegockel oder der Verein zur Pflege des Volkstums, sondern letztlich eigentlich dann jeder brauchtumspflegende Verein in Friedrichshafen bezuschusst, sagen wir es so. Doch das sei längst nicht überall so, sagt Werle. Das baden-württembergische Innenministerium hat nun auf die Beschwerde der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte reagiert und zeigt sich gesprächsbereit. Schließlich sei die Schwäbisch-Alemannische Fasnacht für viele nicht nur das Highlight des Jahres, sondern seit 2014 auch immaterielles Kulturerbe. Zu den Kurznachrichten heute mit einer wichtigen Nachricht für Wintersportfreunde. Mit bis zu 730 Euro Strafe müssen diejenigen Skifahrer, Snowboarder und Schlittenfahrer rechnen, die in Vorarlberg abseits von Pisten fahren. Weil das Abseitsfahren starke Schäden in der Natur anrichtet, kündigte die Vorarlberger Landesregierung an, schärfer zu kontrollieren. Wer erwischt werde, dem drohe nicht nur eine Geldstrafe, sondern auch der Entzug der Liftkarte. Und jetzt zu weiteren Nachrichten aus der Region. Tödlicher Hundebiss, Halter wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Nach dem tödlichen Hundeangriff in Frohnstetten im Kreis Sigmaringen im Mai vergangenen Jahres müssen sich die Halter wegen fahrlässiger Tötung vor dem Schöffengericht Sigmaringen verantworten. Zwischenzeitlich ist Anklage gegen die 43 Jahre alte Frau und ihren 4 Jahre älteren Mann erhoben worden. Der Hund hatte sich laut Anklage von einem maroden Halsband losgerissen und eine 72-jährige Spaziergängerin zu Tode gebissen. Laut Staatsanwaltschaft droht den Hundehaltern eine Freiheitsstrafe von bis zu 4 Jahren. Laserfalle in Ereskirch schnappt 21.000 Temposünder. Der erfolgreichste Blitzer im Bodenseekreis steht an der B31 in Ereskirch. Zumindest wenn es nach Fallzahlen geht. Genau 21.857 Mal blitzte es hier im Jahr 2017. Insgesamt wurden 150.000 Fälle von Geschwindigkeitsüberschreitungen von den Messanlagen des Landkreises festgestellt. Fast doppelt so viele wie noch vor 2 Jahren. Das liegt vor allem daran, dass der Kreis damals 8 neue Blitzer anschaffte. Die gute Nachricht für alle Autofahrer: 2018 sollen keine neuen Anlagen aufgestellt werden. Neues zum Breitbandausbau. Mehr als 200 Bürger der Stadt Leutkirch sind am Donnerstag in die Urlauer Dorfhalle gekommen, um sich über den aktuellen Stand beim Breitbandausbau zu informieren. In wenigen Wochen will die Netcom BW als Betreiber das neue Glasfasernetz in den südwestlichen Ortschaften von Leutkirch in Betrieb nehmen. Bis dahin gilt es unter anderem, die Technikschränke aufzurüsten. Nach einer Firmenvorstellung mit Präsentation der verschiedenen Tarifangebote hatten die Besucher in der Dorfhalle die Gelegenheit, Fragen an die Experten zu stellen.
Im Laufe des Jahres sollen weitere Ortsteile mit schnellem Internet versorgt werden. 60 neue Zimmer für Senioren. Der Neubau für eine stationäre Einrichtung der Altenpflege am Seniorenzentrum St. Vinzenz ist in den Startlöchern. Bis Ende 2019 soll in der Berger Höhe ein Gebäudekomplex entstehen, in denen anschließend 60 Senioren einziehen können. Die Abrissarbeiten von Teilen der bislang für betreutes Wohnen genutzten Häuser hat bereits begonnen. Der Träger des Seniorenzentrums, die St. Vinzenz von Paul GmbH, lässt sich das Ganze rund 10 Millionen Euro kosten. Fahrstühle funktionieren wieder. Die Aufzüge am Tuttlinger Bahnhof sind nach langer Zeit wieder in Betrieb. Ein halbes Jahr hat die Reparatur gedauert. Zuvor war es immer wieder zu Störungen und Ausfällen gekommen. Die Deutsche Bahn hatte daraufhin den Antrieb und die Technik in den Fahrstühlen erneuert. Nach Angaben der Deutschen Bahn haben die Reparaturen 570.000 Euro gekostet. Das Unternehmen geriet in Kritik, weil es während der Bauarbeiten keine Hilfe für Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen anbot. Willkommen zurück hier im Journal. Wer die Diagnose Prostatakrebs bekommt, für den bricht sicherlich erstmal eine Welt zusammen. Jetzt haben 8 Experten einen Ratgeber herausgebracht, der helfen soll, mit der Erkrankung umzugehen. Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern. Jedes Jahr erkranken in Deutschland 60.000 Männer daran. Dr. Akoa, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Prostatakrebs, der Therapiebegleiter für Paare. Warum war es wichtig, dieses Buch zu schreiben? Die Diagnose Prostatakrebs löst bei Betroffenen wie Angehörige gleichermaßen Ängste. Und im Vordergrund steht dann diese Existenzängste. Und dann geht er auch, kommen immer wieder die Frage, diese Heilungsmöglichkeiten, die man hat. Und ich denke, wenn nicht nur der Betroffene, sondern auch die Angehörigen richtig informiert sind, ich denke, sie werden mit der Erkrankung anders umgehen, als wenn dieser Informationsmangel da ist. Und deshalb war denn nicht nur die Erfahrung, die ich denn tagtäglich in der Klinik mache, wo die Patienten immer wieder kommen und sagen, okay, gut, ich habe diese Erkrankung, aber informiert wurde ich nicht richtig. Jetzt richten Sie sich ja ganz explizit eben an Paare, also nicht nur an erkrankte Männer, sondern auch die Partnerinnen. Warum ist das so wichtig, dass die eben mit einbezogen werden? Ja, ich denke, der Fälle, was man auch immer wieder macht, man denkt immer, wenn ein Mann betroffen ist, der ist psychisch wirklich belastet. Aber die Partnerin, sie ist manchmal auch mehr belastet als der Mann. Ja, drum ist denn für mich einfach auch das, also im Vordergrund auch zu stellen und zu sagen, okay, also wir sollen uns nicht nur fokussieren zu sehen, ja, wir müssen diesen Mann behandeln und er kriegt alle diese ganze Therapie. Aber es geht auch nicht nur, dass wir das Organ entfernen und dann lassen wir den Mann also nach Hause gehen und sagen, okay, also die Frau würde um sie kümmern und. Es ist wirklich eine falsche Anstellung, weil diese Frau, die auch die genauso schlaflose Nächte, wie der Mann auch gemacht hat, nach der Diagnose, braucht auch Unterstützung, ja, damit sie auch genauso zur Ruhe kommen kann. Was sind denn so kurz zusammengefasst die Inhalte des Buches? Es geht schon erstmal, was ist denn die Prostata überhaupt? Weil es gibt wirklich, wir würden schon sagen, wir leben in einem industrialisierten Land. Jeder weiß, was die Prostata ist als Mann. Aber wir sind immer wieder auch überrascht, dass wir wirklich auch Patienten, die zu uns kommen und sagen, was, also bis zu meiner Diagnose, ich wusste nicht, dass ich eine Prostata trage. Und dann geht es um die Therapie, also die Therapieentscheidung. Und wichtig war auch für uns dabei, auch wirklich diese ganze Therapiemöglichkeit, die wir denn auch heutzutage denn haben, erstmal vorzustellen, damit auch die Patient, wenn er denn vor einer Entscheidung steht, dass er auch schon sehr gut informiert ist und weiß, okay, ich kann mich operieren lassen oder ich kann mich bestrahlen lassen. Und das war auch für uns sehr wichtig. Was kann man denn tun, um vorzubeugen? Ja, eine schwierige Frage. Diese Erkrankung vorzubeugen, ganz oben steht das Alter, das wissen wir, und dann die familiäre Also Belastung, das kann man nicht ändern. Wenn schon ein Tumor in der Familie ist, dann könnte auch passieren, dass entweder der Sohn oder der Bruder auch so einen Tumor auch bekommt. Also das heißt, diese Faktoren kann man nicht beeinflussen. Deswegen halt Vorsorge ist umso wichtiger, oder? Vorsorgen, weil bei der Vorsorge haben wir Gott sei Dank dabei die Möglichkeit, diesen Tumor festzustellen, wenn er noch am Anfang
am Anfang ist, das heißt am Anfangsstadium, wo wir dann auch den Patienten auch behandeln können und ihm auch danach sagen, okay, schau, Sie haben Glück bei Ihnen gehabt, der Tumor war noch lokal begrenzt gewesen, das heißt in der Prostata, und so sind Sie wieder gesund. Vielen Dank. Trotz der Insolvenz von Alno war das Jahr 2017 aus Sicht von Georg Link, Chef der Arbeitsagentur Balingen, ein erfolgreiches für den Arbeitsmarkt im Landkreis Sigmaringen. Das Jahr 2017 war für den Arbeitsmarkt im Landkreis Sigmaringen ein überwiegend erfreuliches, besonders aus Sicht der Bewerber. Viele fachlich geeignete Fachkräfte konnten und können sich nach wie vor Jobs regelrecht aussuchen. Einzig die vorübergehende Schließung von Alno ließ die Arbeitslosenzahlen im Kreis zum Ende des Jahres hin ansteigen. Der Bestand der Arbeitslosen hat im Vergleich zum Vorjahr um 7% abgenommen. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen wurde um knapp 17% reduziert. Es ist der kürzeste Weg für die Amateurclubs aus Württemberg, um einen Titel zu gewinnen. Der DB Regio WFV-Pokal. 8 Teams sind noch dabei. 8 Teams haben also weiterhin die Chance auf den Einzug ins Finale am 21. Mai im Gazi-Stadion auf der Waldau. Heute war in Stuttgart die Auslosung der Viertelfinalpartien. Road to Waldau. Der DB Regio WFV-Pokal wird präsentiert von DB Regio. Diese Bilder haben nicht nur die Dorfmerkingen-Fans noch im Kopf. Der Underdog besiegt den Regionalliga-Vertreter Stuttgarter Kickers mit 3:0, gewinnt den WFV-Pokal und wird deutschlandweit zum Thema in den Sportnachrichten. Wer wird der Nachfolger der Sportfreunde? 124 Mannschaften waren im Sommer in den Wettbewerb gestartet. 8 sind jetzt noch übrig und die konnten heute die Auslosung im Turmforum des Stuttgarter Hauptbahnhofes kaum abwarten. Und das sind die Viertelfinalpaarungen. Die beiden Verbandsligisten unter sich, Ilshofen gegen Sindelfingen. Landesligist Ebersbach-Vils gegen Oberligisten Freiberg. Die Kickers treffen auf Groß-Asbach und Ulm auf Aalen. Kickers gegen Groß-Asbach, Regionalliga gegen Dritte Liga, ein Klassiker in der Metropolregion Stuttgart. Ja, so Spiele, Pokal geht meistens über Motivation, weil da gibt es eigene Gesetze, das kennen wir. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir da chancenlos sind. Die Chancen, die wir haben, die wollen wir nutzen und ich hoffe natürlich, dass wir eine volle Hütte haben. Wir freuen uns drauf, dass es die Kickers geworden sind, vor allem im Derby, dann auch dort in Stuttgart auf der Waldau. Ich glaube, werden zahlreiche Zuschauer vorhanden sein, wird bestimmt richtig Spaß machen. Finale im Gazi-Stadion auf der Waldau, bundesweite TV-Live-Übertragung am Finaltag der Amateure, 115.000 Euro Preisgeld für den Sieger und natürlich der Einzug in die erste DFB-Pokalrunde mit der Chance auf einen lukrativen Gegner. Der DB Regio WFV-Pokal hat in den letzten Jahren eine deutliche Aufwertung erfahren. Wir hatten ein spektakuläres Endspiel in einem tollen Setting im Gazi-Stadion oben. Also es war ein perfekter Tag und ich glaube, die Aufmerksamkeit, die da entstanden ist, hat das Pokalwesen auch verdient. Und der WFV-Pokal wird auch von den Drittligisten Groß-Asbach und Aalen mehr als ernst genommen. Denn in der dritten Liga qualifizieren sich nur die ersten 4 Teams direkt für den DFB-Pokal. Klar, natürlich, wir wollen ins Finale, das ist kein Geheimnis. Und dafür werden wir alles tun. Und dann heißt es natürlich jetzt dann gegen die Kickers alles zu geben. Das Viertelfinale wird am 11. April ausgespielt, das Halbfinale 2 Wochen später. Das Finale im Gazi-Stadion auf der Waldau findet dann am Pfingstmontag statt. Rückschlag für die Tower Stars Ravensburg und den Traum von einem Aufstieg in die DEL. Die höchste deutsche Eishockeyliga DEL bleibt vorerst eine geschlossene Liga. Somit werden weiter keine sportlichen Auf- und Abstiege zwischen der DEL und der DEL 2 möglich sein. Die Entscheidung hat ein von beiden Ligen eingesetztes Schiedsgericht des Deutschen Instituts für Schiedsgerichtsbarkeit getroffen. Und jetzt haben wir noch weitere sportliche Meldungen für Sie. Der Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen empfängt am Samstagabend um 19.30 Uhr die Netzhoppers Königs Wusterhausen in der Häfler ZF Arena. Die Gäste aus Brandenburg reisen als aktuell Tabellenneunter an den Bodensee, während der VfB ungeschlagener Spitzenreiter der laufenden Saison ist. Der SC04 Tuttlingen richtet am Sonntag in der Mühlauhalle das Hallenfußballturnier um den S-Club Cup aus. 18 Mannschaften kämpfen neben dem Pokal um ein Preisgeld von 5.000 Euro. Als Turnierfavorit gilt der in der Oberliga spielende Pokalverteidiger FC 08 Villingen.
Turnierbeginn ist am Sonntag um 9 Uhr. Das Endspiel ist für 18.45 Uhr vorgesehen. Willkommen zurück hier im Journal. Babyboom in Kisleck. Wie überall in Deutschland und in der Region hat auch das Standesamt in Kisleck im Allgäu im Jahresbericht 2017 wieder Zahlen zu Geburten, Hochzeiten und Sterbefällen veröffentlicht. Nach Auswertung dieser Zahlen steht fest, die Allgäu-Stadt wird besonders bei Familien mit kleinen Kindern immer beliebter. Thalisa Gruber und ihre Tochter Luisa beim Spaziergang durch den Park am Neuen Schloss. Hier würden sie öfter laufen gehen. Und auch sonst werde in Kisleck einiges für Eltern mit kleinen Kindern geboten. Aber eines fehlt ihr dann doch. Eigentlich nur Einkaufsmöglichkeit, Drogeriemarkt. Sie ist gerade geschickt mit Kind, weil im Edeka ist einfach teurer und mir fahrt dann immer nach Wange oder Leutkirch, NDM oder Müller. Und genau, das fehlt. Thalisa Gruber ist selbst in Kisleck aufgewachsen. So wie sie würden viele junge Familien oder Paare mit Kinderwunsch wieder in ihre alte Heimat Kisleck zurückkommen, so Bürgermeister Dieter Krattenmacher. 2017 wurde dann tatsächlich auch ein neuer Geburtenrekord aufgestellt. 100 Kinder wurden geboren, so viele wie noch nie. Dem stehen 101 Sterbefälle gegenüber. Wir werden jünger, ja, aber doch nicht ganz, weil gleichzeitig natürlich auch die Menschen bei uns älter werden, wie landesweit, wie europaweit, und wir in der Zwischenzeit auch viele hochbetagte Leute haben, also auch jemand, der gut unterwegs ist und 100 Jahre alt wird, ist keine Seltenheit mehr. Also wir werden insgesamt mehr Menschen, das stimmt, nicht aber nur wegen der guten Geburtenzahl, sondern auch wegen dem Zuzug. So stieg die Einwohnerzahl seit dem Jahr 2010 von 8.500 auf rund 8.900. Dieser Trend soll nach dem Willen der Stadt weitergehen. In den kommenden 5 Jahren sollen 10 Millionen Euro in Erneuerung und Ausbau von Kindergärten investiert werden. Zu aufwendig, zu teuer, datenschutzrechtlich problematisch. Die Echt-Bodensee-Card ist seit ihrer Einführung im vergangenen Jahr bei Hoteliers und anderen Gastgebern am Bodensee höchst umstritten. Als Konsequenz daraus wird es 2018 einen Neustart geben. Neustart für die Echt-Bodensee-Card. Die umstrittene Echt-Bodensee-Card, mit der Bodensee-Touristen unter anderem kostenlos mit Bus und Bahn fahren dürfen, wird es 2018 nur noch in einer Version aus Papier geben. Sie löst die digitale Chipkarte ab, die 2017 in 4 Gemeinden am Bodensee eingeführt worden war. Die Deutsche Bodensee-Tourismus GmbH, die das Gästekartensystem organisiert, begründet diesen Schritt zum einen mit der Insolvenz des technischen Partners, zum anderen damit, dass viele Gastgeber das Chipkartensystem ablehnen. Sie kritisieren den hohen Aufwand und die Kosten. Außerdem haben sie datenschutzrechtliche Bedenken. Vom Umstieg auf die Papierkarte erhofft sich die DBT nun eine höhere Akzeptanz durch die Gastgeber. Einschränkungen bei den Leistungen für Gäste sind mit diesem Umstieg nicht verbunden. Für die Gäste selbst, die für uns ja im Vordergrund stehen, ändert sich im Grunde nichts, sondern sie können noch einfacher die Gästekarte auch hier in der Region anwenden. 2018 wird die Echt-Bodensee-Card in insgesamt 8 Kommunen an Gäste ausgegeben. Neben kostenlosen Bus- und Bahnfahrten erhalten diese mit der Karte auch Vergünstigungen in verschiedenen touristischen Attraktionen. Die Umstellung von Chip auf Papierkarte soll bis Ostern abgeschlossen sein. Das Schneechaos der vergangenen Tage könnte sich am Wochenende fortsetzen. Je nachdem, in welcher Höhe Sie sich befinden, wird es entweder ziemlich regnerisch und damit grün wie am Bodensee oder es schneit und dann wird es weiß wie in den Bergen. Die genauen Aussichten hat jetzt Bernd Madlener für Sie. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Am Wochenende kommen wir in eine Zone mit sehr unterschiedlichen Luftmassen. Wir haben einerseits die Polarluft, die hinter dem Orkantief Friederike eingeflossen ist. Das sind diese dunkelblauen Pfeile. Und dann kommt deutlich mildere Atlantikluft, die schwappt hier schon an die Biskaya-Küste und wird dann langsam auf uns zusteuern. Aber ich kann schon mal sagen, die Polarluft wird sich noch ein paar Stunden lang dagegen wehren, gegen diese deutlich mildere Atlantikluft.
Klassikluft. Und so ist der Samstag so ein klein wenig zweigeteilt. Ein kleiner Teil im etwas freundlicheren Wetter im Nordosten, Main-Taub-Region, teilweise Hohenlohe, am Vormittag ein bisschen Sonnenschein. Ansonsten viele Wolken, zeitweise Regen und Schneefall. Die Schneefallgrenze kommt allmählich nach oben, liegt gegen Abend im Schwarzwald bei knapp 1000 Metern. Bei uns in der Region Bodensee-Oberschwaben wird es am Anfang Schneefall bis runter an den See geben. Dann kommt die Schneefallgrenze auf 600-700 Meter hoch. Also ein richtig ungemütlich nasskalter Samstag mit teilweise böigem Südwestwind und Temperaturen von rund 1 Grad auf der Westalb und 5 Grad gegen Abend am Bodensee. Vielleicht sind es auch schon 6 Grad. Und diese Milderung greift dann in den nächsten Tagen allmählich durch. Montag starker Regen mit Hochwassergefahr. Und dann kommt der Vorfrühling mit Sonne und 10 Grad. Das sind ja wirklich spannende Wetteraussichten für das Wochenende. Ich wünsche Ihnen jetzt ein ebenfalls spannendes Wochenende. Erholen Sie sich gut, genießen Sie die Tage und schalten Sie vor allem auch am Montag wieder ein. Ich freue mich auf Sie.